Moin Leute, neues Video. Oh yeah, aber wie der verzaust aus hier, du meine Güte. Hab ich überhaupt Ton? Jo. So Leute, also nach der Ernte ist vor der Ernte. Ich bin hier mit einer Federstadt Carrier unterwegs, die wir auch schon aus dem letzten Video kennen, die ich mit dem 411er da gezogen habe. Also letztes Jahr nach der Maisernte habe ich die ja mit dem 411er gefahren. Heute mache ich es wieder mit dem Dicken, mit dem Großen, weil er einfach ein bisschen mehr Leistung hat. Und ja, ich fahre dann auch quer zu der Stoppel, ne, und dann ist das ein bisschen komfortabler mit dem, ist ja ein bisschen fortgeschrittener in seiner Federungstechnik und hat längeren Radstand und jo. Ja, wir gucken hier mal kurz raus. Ja, Holz schon eh weg. Ne, das ist das Maschinchen, Federstadt Carrier 500. Wir haben hier vorne eine Messerwalze, dann diese Z-Fächer. Scheiben ist halt so eine Flachscheibenegge, mit der du halt einfach nur ganz flach arbeitest. Ne, nur so, ja, irgendwie so 2-3 cm tief. Und ja, hier hinten ist der Zylinder, wo es rein und raus geht. Ne, und dann kannst du hier die Tiefe einstellen, indem du hier diese, ja, die Klammern da halt rausziehst. Jo, das ist das ganze Gerät. Ich bin schon eine Weile unterwegs. Da vorne die Fläche habe ich eben gemacht. Jetzt geht es hier weiter. Und ja, man sieht die Fläche da, also hier vorne, hier dieses, was weiß ich, 20 Meter Stück, 21 Meter Stück, gehört nicht zu uns, aber das dahinter halt, das größere. Ne, und wir haben beim Maislegen, weil wir hier sehr sandige Böden haben, man sieht es da hinten, immer so Dämme. Ne? Guck mal, hier sieht man das richtig gut. Ne, überall, wo der Mais liegt, der Mais. Dann ist hier so Rinne, also Damm, Rinne, Damm, ja, haben wir halt behalten. Und das kriege ich mit der Carrier, wenn ich so diagonal fahre, kriege ich die Rinden halt wieder komplett zu, den Acker gerade und ist die Fläche gerade wie ein Babypopo. Das ist richtig geil. Das ist das Gespann insgesamt, so sieht's aus. Nur kurz da so hin, einmal kurz draufhalten für das Thumbnail, ja, dass ich da dann gleich schön einen Screenshot im Schnitt machen kann und dann haben wir das passende Bild. Jo. Gut, ich bin hier auf der Fläche und da hinten in dem Haus, oh, da wohnt so ein Opa. Ah, da sage ich, wie es ist. Ich habe hier gleich die zweite Runde vom Vorgewende gefahren und dann kommt der rausgestürmt und labert mich wieder voll. Da hinten das Haus, da hinter den Bäumen, wo die Bäume alle so tot sind, da wohnt er. Und dann kommt er da, ich sage, das weiß ich jetzt schon, dass der dann rauskommt und mir hier voll quatscht, Alter, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber das ist halt jedes Mal so, man kann es halt einfach nicht vermeiden und man will es machen. Kannst du machen, nix. Musst du gucken zu. Und dann kriegst du den nicht abgewimmelt. Dann sagst du dem irgendwie dreimal, dass du ja heute noch ein bisschen was zu schaffen hast. Und dann, ja, ich will dich ja auch nicht aufhalten, aber hier und da und bla und bla. Und dann wahrscheinlich will er mich gleich irgendwie noch fragen über Mais häckseln. Dann hatten wir da vorne, da an der Eiche, die da an der Straße steht, hatten wir einen Draht im Häcksler, also muss der Häcksler stehen und dann haben wir den gesucht, da das keine, also wirklich, wir waren Güste aus der Kabine ausgestiegen und hatten, ja, waren vorne vom Häcksler am Suchen und das hat keine 2 Minuten gedauert, da stand er auch bei uns damit vorm Häcksler und quatschte uns voll, dass wir auf seine Katzen aufpassen sollten. Seine Katzen, er hatte 2 Katzen, eine rote und noch irgendwie eine andere, die würden so gerne in den Mais laufen. Wir sollten aufpassen, dass wir die Katzen nicht da irgendwie totfahren. Und keine Ahnung, wahrscheinlich quatscht er mich gleich wieder voll, ob er seinen Kompost hier auf den Acker verteilen darf oder so, keine Ahnung. Also ganz komischer Typ. Und dann erzählt er mir jedes Mal von seiner kranken Frau, die irgendwie alles Mögliche hat und er muss sich drum kümmern und früher als er jung war und bla. Die Geschichte erzählt er mir jedes Mal. Guck, da hinten kommt jetzt auch wieder einer mit der Schiebkarre angefahren, kippt da irgendwann auf den Acker. Naja, solange kein Plastikmüll drin ist, ist mir dann egal, können sie das ja machen, ne? Ich fahre immer als erstes das Vorgewende. Keine Ahnung warum. Ist halt so eine gezogene Maschine und ja, keine Ahnung. Finde ich irgendwie angenehmer, das so zu machen. Naja. Ja, die kommt halt mit den Ernteresten ganz gut klar. Vorne mit den Messerwalzen rückt man die Stoppeln schön kaputt, schneidet die so ein bisschen durch, zerkleinert die und hinten
hinter die Scheiben, die mischen das halt ganz gut ein, dass die Fläche hinterher wirklich richtig sauber aussieht. Und ja. Jo. Das ist Frank. Arbeitet beim Lohner, natürlich darf er das da drauf werfen. Hier wieder schon rückwärts in die Ecke reinschieben. Ja, die Carrier, die läuft, die kann man, glaube ich, in verschiedenen Varianten kaufen. Die hier läuft jetzt auf der K80 und ich glaube, die kannst du auch noch dann halt ja unten in den Unterlenker laufen lassen. Je nachdem, wie du die ausstattest, die hier ist halt auf der K80. Ist ganz gut. Aber du musst dann halt immer bei jedem Schlepper, da vorne ist so eine Gewindestange da dran, ich sage jetzt mal so ein Oberlenker. Und dann musst du halt jedes Mal, wenn du einen anderen Schlepper davor hast, musst du das halt verstellen, weil jeder Schlepper hat natürlich eine andere Kugelhöhe. Also ne, die ist ja nicht überall gleich. Wenn du eine feste K80 hast, gibt es Schlepper, die stehen ein bisschen höher, gibt Schlepper, die stehen ein bisschen tiefer. Und ja, muss man dann halt immer ein bisschen drin rumdrehen, aber das passt ja eigentlich ganz gut. So, geistert der Opa da hinten schon rum? Ne. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ja Glück und ich habe heute meine Ruhe, das wäre es ja, ne? Wenn ich heute meine Ruhe hätte, das wäre toll. Ich habe meine Drohne nicht mitgenommen. Ich hätte da hinten auf der großen Fläche hätte ich richtig schön Drohnenaufnahmen fliegen können. Aber ich weiß nicht, es ist ein bisschen windig heute und ich fahre hier mit 16,5 km/h, fahre hier rüber und fahre dabei mit ja, 1500 Motorumdrehungen, also der Schlepper muss ich da überhaupt nicht brauchen. Und dann bei dem Wind, dass die Drohne dann bei den Geschwindigkeiten dann auch hinterherkommt, das ist immer so eine Sache. Ne? Also da kann man dann, ich kann zwar in Sportmodus stellen, aber ja, der Wind ist heute ziemlich doll. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob das geht. Naja. So, nächste Ecke. Oh, ich sehe den Typen immer noch nicht. Aber du, der Tag ist ja noch lang, ne? Da kann ja noch richtig was werden. Der hält mich sicherlich dann irgendwie wieder eine Dreiviertelstunde auf. Zack. Ja, hoch und runter lässt man übers Steuergerät. Dann habe ich mir das Steuergerät hier, also ne, über Zeit halt. Und das ist halt doppelwirkend, deswegen kannst du es nicht einfach auf Schwimmstellung stellen, sondern musst du halt dann mit Druck runter. Und ja. Juti. Ich fahre hier erstmal mein Vorgewende fertig und dann lege ich mir gleich eine Querabillinie an und fahre dann diagonal zu den Stoppeln. So, guck mal, ich habe die Fläche gleich schon wieder fertig. Das war keine halbe Stunde Sache, weil man kann ja auch richtig rüberflitzen, 16,5 km/h. Und da hast du mit dem Ding halt richtig Flächenleistung. So, und jetzt gucken wir uns das Resultat hier einmal aus der Nähe an. Na, hier seht ihr schon die bearbeitete Fläche. Die ist richtig schön glatt und auch ja, fast sauber. Ne? Die Stoppeln hier, die sind rausgerissen, abgetrennt, hier aufgebrochen. Also das ist schön und hier haben wir dann halt ne, das, also hier sieht man den Unterschied dann nochmal ganz klar. Ne? Hier sind die Berge, hier stehen auch die Stoppeln und da ist es fertig. Ja, das mit halt so einem Gerät zu machen wie die Carrier hat halt einfach den Vorteil, im Gegensatz zum Mulchen, du bekommst halt auch die Stoppeln, die liegend sind. Ne? Also ich meine, klar, da gibt es jetzt auch irgendwie so Mulcher mit Ketten und so weiter, die gehen auch. Aber du hast halt immer noch den Nachteil, dass die Flächenleistung nicht ganz so groß ist. Also außer du hast auch so einen fetten 6 Meter Mulcher. Aber du brauchst halt einfach auch dadurch, dass du die Zapfwelle antreibst, deutlich mehr Sprit. Und das hast du bei der Carrier halt nicht. Du kannst hier richtig rüberflitzen. Ich bin jetzt schon eine Weile zugange und hier, da sind jetzt, warte, kann ich das hier nicht, hä? Ach ne, ich habe den Zähler nicht auf Null gesetzt.
Ja, da brauchen wir gar nicht nachgucken. Ich hab den Zähler nicht auf Null gesetzt. Scheiße, sonst könnte man jetzt sehen, wie viel Sprit ich auf den Hektar verbraucht habe. Wobei, könnte ich jetzt noch machen? Ne, weißt du was, machen wir gleich, wenn wir auf einer neuen Fläche sind. So, machen wir mal auf einer neuen Fläche sind. Dann können wir das nämlich da ganz objektiv gutachten. Gut. Mach ich mal weiter. So, da haben wir den Zähler. Also Zähler 1. Ich setze den jetzt einfach mal zack hier auf 0 zurück. So, ihr seht jetzt, Spritverbrauch und so ist alles auf 0. Jetzt müssen wir gerade mal gucken hier, da in den Einstellungen. Arbeitsbreite haben wir. Boah, da haben wir 4,90 Meter eingestellt. 4,90 Meter. Start ist Minus und Stopp ist Plus, gelbes Ventil. Ja, das passt alles so. Juti, gehen wir hier mal zurück. Und dann fangen wir mal an hier gleich. Und dann, upsa. Ey. Dann sehen wir ja, was wir am Ende dann hier so an Sprit gebraucht haben. So, das haben wir alles. Ich mache jetzt erstmal wieder mein Vorgewende und dann geht's los hier. Die Fläche ist jetzt 3,5 Hektar groß, diese hier. Und ja, sehr eckig. Da hinten auf der Ecke steht halt nur ein Haus drin. Das war's dann aber auch. Also ich denke, die ist ganz gut, ganz repräsentativ, ohne viele Keile, wo man irgendwie viel rumdrehen und rangieren muss. Also hier kannst du Fläche schaffen, hier kannst du einfach fahren. Das ist ganz gut. So, da schieben wir mal zurück hier ran da. Oh, 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 ups, Entschuldigung, Patrick, da bin ich ein bisschen zu weit gefahren. Aber die vier Pflanzen soll er wohl verkraften. So. Fängt er jetzt an zu zählen? Ja. Nein? Zählt er gar nicht. Jetzt bin ich verarschen oder was? Gerät. So. Stellen wir es mal auch anders ein hier. So, also. Wir haben hier. Guck, da können wir gleich. Sekunde, ich zeige das eben. So, wir haben ja hier, habe ich meine ganzen. Ups, kein Gerät. Na, stimmt doch gar nicht. So, irgendwo muss jetzt die Federstadt auftauchen. D. Felderstadt, zack. Guck. Mal gucken wir hier kurz rein in die Einstellung. 4,90 Meter. So, Ventil da. So, das passt. So können wir es lassen. So, wenn wir jetzt losfahren, warte, jetzt machen wir mal 0 hier. So, wenn wir jetzt losfahren, dann muss er jetzt zählen. Ja, guck, jetzt zählt er, da geht's los. Ha. Guck, jetzt haben wir es richtig. Jetzt haben wir es richtig. Abfahrt. Mal hier gerade das Vorgewende. Jetty wieder viermal aus dem Zug. Also dreimal würden reichen, aber viermal, dann kann ich beim Drehen ein bisschen weiter ausholen. Ist ein bisschen angenehmer. Und ja. Oh, man sieht auch, glaube ich, im Hintergrund, es staubt ganz gut. Ne? Aber das, Leute, das nennt man Sandboden. Und ich glaube, bevor ich auch, wir wachsen jetzt schon wieder die Sträucher so rein, ich glaube, bevor wir mit der Drille losfahren, fahre ich erstmal mit der Astsäge los, hier ein bisschen die Ränder kurz halten. So, wir fahren hier und wir haben mit dem Gerät, wenn wir jetzt hier so in der Bahn sind, richtig Flächenleistung oder so, der schwankt so, ja, der ist so bei 8 Hektar, 8,2 Hektar die Stunde, wenn wir jetzt so in der Bahn fahren, die schaffen natürlich realistisch nicht, weil wir ja, also wir müssen ja am Vorgewende drehen und so, ne? Das kostet halt Zeit. Ja, so sieht das Ganze von hinten aus. Es staubt gewaltig, aber ich finde das Ergebnis überzeugt. Und wenn wir erstmal hier in den Spritverbrauch gehen, zum Zähler. So, dann sind wir jetzt bei 5 Liter Diesel den Hektar, ne, also hier da. Ne, also 5 Liter Diesel den Hektar, 0,2 Liter, also 200 Milliliter in Blut den Hektar und in einer Stunde
Jetzt stehe ich gerade, aber es stehen jetzt 24,5. Ich glaube, wenn ich jetzt weiterfahre, geht es ein bisschen wieder runter. Oder war das da gerade vorher auch? Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Ich sehe es im Schnitt und ihr werdet es im Video auch gesehen haben. Jo. Also ich finde, das ist doch ganz gut. Ne? Wir haben jetzt hier 2,49 Hektar, also 2,5 Hektar haben wir jetzt gleich fertig. Zack, in diesem Augenblick haben wir die 2,5 Hektar Marke geknackt. Ein guter Hektar ist jetzt noch über. Die Fläche sind hier auch halt, ja, 3,5 Hektar. Deswegen, ja. Er hier mit seiner Bude, wo es vorher immer so chaosmäßig aussah, hat er auch richtig aufgeräumt. Hier wird jetzt eine Hecke gepflanzt, dieser komische Zaun da kommt wieder weg. Jo. Geht richtig vorwärts bei uns hier in der Gegend. Beauty. Nehmen wir mal wieder aus. Oh, Schlenker hier am Vorgewende. Hauptsache ich fahre jetzt nicht in seinen Garten. Komm hier rum. Oh jo, dicke. Dicke, gar kein Problem hier. So, und hier wieder in die Bahn. Zack. Hey. So, guck. Runterlassen. Tempomat rein. Abfahrt. Ja, so können wir richtig was schaffen. Ich kann es hier oben auch gut aushalten. Gucken nebenbei hier ein bisschen YouTube-Video. Ja, kann man so auf der Fläche auch machen. Und ja, ich schaffe jetzt noch mal ein bisschen. Bin jetzt auf der letzten Fläche fertig. Das Ganze hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, weil auf einer Fläche, wo hier irgendwas, wir fallen hier auf die Straße drauf, hier ist Fläche frisch gesplittet. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das klebt hinterher alles am Trecker. Weil da ja jemand da an unserer an der Fläche, die wir da haben, hat, da steht ein altes Haus und das hat er sich gekauft. Und ja, der ist dann halt, hat mir zugeguckt und kam dann irgendwie zu mir und fragte, ob er mal fahren dürfte. Und ja, der Typ, der war so, was war der so, Anfang 30 sowas. Ja, den habe ich dann eben ein bisschen mitgenommen und dann da so ein paar Bahnen ziehen lassen und ein bisschen was erklärt und gezeigt. Deswegen hat sich jetzt alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt fertig. Ich wollte eigentlich schon vor ja, über einer Stunde fertig sein, aber naja, es ist so gelaufen. Und ja, wenn man so Leute dann ein bisschen was machen lässt und ein bisschen was zeigt, hat das ja auch einen positiven Effekt. Ne? Ich meine, der hat auch irgendwie mal bei Grimme gearbeitet, irgendwie. Er ist so ein bisschen softwaremäßig Programmierer, EDV-Typ irgendwie. Und der hat bei Grimme irgendwie mal mitgearbeitet, ist aber selber nie irgendwie so eine Maschine gefahren. Boom. Diese Stelle, da kann man so schlecht gucken, ey. Kommt da was? Kommt da was? Nee, kommt nichts. Aber egal, ich fahre eh in die Richtung. Jo. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall fertig. Bring die Carrier wieder zurück. Ist ja nur geliehen. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Nach diesem Video gibt es dann auch wieder ein Maisernte-Video. Ein zweites. Heute ist Samstag. Und ja, nächste Woche Mittwoch geht es dann auf der anderen Biogasanlage weiter, wo wir ja dann nochmal ein paar Hektar Mais häckseln müssen. Dann nehme ich die GoPro auch wieder mit und ja, in diesem Sinne würde ich dann halt einfach sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche und ja, über Like und Abo freue ich mich, über 70%, weil ich ganz so viel, aber irgendwie 70% und die 70% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Deswegen Leute, wenn ihr öfter mal auf meinen Kanal kommt, um mal das ein oder andere Video zu gucken, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. In diesem Sinne wünsche ich allen jetzt einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal.